So, Level 7. Abgeschlossen, wenn ich dazu sehen darf, ja. So, also wir haben hier... Oh nee, Level 6. Hä? Wieso machen wir Level 7 vor Level 6? Wie dumm kann man denn sein? Gut, dann machen wir jetzt Level 6. Wa? Wieso haben wir ein Level 6? Den ist es so. Gut. Die Geräte haben wir alle. Die Tür ist offen, weil wir wahrscheinlich eine bestimmte Anzahl an Sternen haben. Und die Tür geht auf. Mit einer bestimmten Anzahl, die wir hier haben. Oh, ich habe ja ein ganz dummes, ich habe ja ein ganz schlechtes Gefühl. Ach, Level 6? Ach, Jemine. Ey, jetzt sag nicht, dass wir Bereich A, B und C haben hier. Ach du Scheiße, das ist ja ein Fahrstuhl. Das ist gerade mal die erste Halle von dem ganzen Spaß, stimmt's? Und ab los! Ja, geht so, ja. Na, bisschen noch, wir haben gerade. Ja? Warum sind denn die... Ich verstehe nicht mit dem Kram. Das ist ja krass. Ich habe dir das ewige Leben versprochen. Wisse aber, dass nur diejenigen, die einer Bestimmung folgen, die größer ist als sie selbst, dieses erlangen werden. Alles andere ist nichts als Verfall. So stand es in den verborgenen Worten, bevor die Zeit begann. Wo sind wir denn hier? Spielen wir, sind wir bei, ist das auf Gottebene oder wo ist das? Das ganze Spiel hier. Vermutlich ja. Sensus, du weißt es doch. So, okay. Oh, diese Dinger, ey. Ach, Emine, das sind neue Texte. Seitdem wir in die neuen Räumlichkeiten umgezogen sind, habe ich so ein komisches Gefühl. Nein, nicht so. Es ist nur, ich habe das Gefühl, ich könnte ständig plötzlich anfangen zu lachen. Das ist wahrscheinlich Schock, oder? Eine Unfähigkeit, mit der Realität umzugehen. Oder vielleicht ist es auch einfach nur, dass wir an diesem verrückten Ort mit dieser verrückten Technologie an diesem verrückten Projekt arbeiten und ich mich langsam wie ein richtiger verrückter Wissenschaftler fühle. Aha, vorhin entschuldigt sie sich noch, dass sie zweimal Wissenschaft in ihrem Text genommen hat und jetzt nimmt sie viermal verrückt in ihrem Satz. Auch nicht schlecht. Gut, fürchtet euch, Sterbliche. Wir werden Leben erschaffen mit der Macht der Wissenschaft. Ich habe Alex davon erzählt und sie mit mir eine Spielzeugbrille mitgebracht. Was? Und sie hat mir eine Spielzeugbrille mitgebracht. Ohne Brille kannst du kein verrückter Wissenschaftler sein, hat sie dazu gesagt. Sogar Ian Malcolm. Hatte eine Brille und ich habe auf gezeigt und gesagt, das Leben findet immer einen Weg. Vielleicht musste man dabei sein. Alle E-Mails von dieser Adresse gelten als vertraulich. Teilen oder weiterleiten ohne Genehmigung kann strafrechtlich durch den erzürnten Geist Chef Goldblums verfolgt werden.
What? Alles klar. Schließen. Sollte der fleißige Landmann Bäume pflanzen, deren Früchte er nie sehen wird? Und sollte ein großer Mann nichts, nicht Gesetze erlassen, Institutionen und Republiken gründen? Was bedeutet die Zeugung von Kindern und unsere Sorge, unseren Namen weiterzugeben? Unsere Adoptionen und unsere gewissenhafte Genauigkeit bei der Erstellung von Testamenten, die Inschriften auf Denkmälern und unsere Lobreden, als dass unsere Gedanken sich auf die Zukunft beziehen. Kann ich abgerufen werden? Wartet jetzt. Ja, beziehen. Kann ich abgerufen werden? Was glaubst du, haben so viele und so große Männer unserer Republik, die ihr Leben für ihr Wohl geopfert haben, erwartet? Glaubst du nicht, dass sie dachten, dass ihre Namen über ihre Lebzeiten hinaus weitergehen sollten? Keiner hat jemals den Tod für das Vaterland akzeptiert, ohne eine tiefe Überzeugung von der eigenen Unsterblichkeit zu besitzen. Der Text lenkt mich gerade total vom Real Life ab, ganz ehrlich. Aber gut. Themistokles könnte in Ruhe und Frieden gelebt haben. So könnte... So könnte Epaminondas... Hat Epaminondas... gelebt haben. So könnte Epaminondas... Und um weder zu weit in die Ferne noch zu weit in die Vergangenheit zu blicken, so könnte auch ich leben. Aber irgendwie hat sich in unseren Köpfen eine gewisse Vorahnung der zukünftigen Zeitalter festgesetzt. Und diese existiert sowohl am hartnäckigsten als auch am deutlichsten in Männern von erhobenem Geiste und den größten Seelen. Wenn man dies wegnimmt, wer wäre dann so verrückt, sein Leben inmitten von Mühen und Gefahren zu verbringen? Alter, dieser Text! Die Umgebung erinnert mich ans Römische Reich von den Gebäuden. Ja, in die Richtung, Sensus, ja, aber trotzdem vielleicht zu der Zeit der Götter halt. Weißt du? Also das vielleicht gar nicht im Sinne des Römischen Reiches, sondern doch, wie soll ich jetzt sagen, Wolke 7 oder irgendwie sowas, mal übertrieben gesagt. So, wir nehmen mal noch den Text, Chatbots. Jenny, diese Chatbots werden immer raffinierter, wohl wahr, aber kaum relevant für diese Diskussion. Bist du sicher? Woher weißt du? Also hier steht immer der Name davor, ja, der denn spricht oder sagt. Woher weißt du, dass ich nicht ein Bot bin? Sam Schwarz, sei nicht albern. Ich bin nicht albern. Ehrlich, wie könntest du das wissen? Vegan Warrior, okay. Haha, Troll. Ich bin kein Troll. Ja, genau. Gibt es irgendwas, was ich bisher geschrieben habe, das... ...das nicht von einem Bot stammen könnte? Ich reagierte
auf einfach Beleidigungen wie albern und Troll mit sehr einfachen Antworten. Und ich habe bemerkt, dass keiner von euch richtige Rechtschreibung verwendet. Also vermeide auch ich Großschreibung. Achso, vermeide auch ich Großschreibung. Punkt vermeidest du auch anscheinend. Vegan Warrior, was ist die Hauptstadt von Frankreich? Paris. Selbst das einfachste Skript könnte diese Information aus dem Netz... aus dem Netz ziehen. Oh, jetzt kommt ein Vierter dazu. Was ist die Hauptstadt von Kroatien? Zagreb. Okay, sie ist kein Bot. Lol. Ich bin kein Bot, ich bin Europäer. Okay, wir lernen solche Sachen in der Schule. Sam Schwarz, ich habe dich schon ein paar Mal in diesem Chatroom gesehen. Bots können nicht an Diskussionen teilnehmen. Bestenfalls können sie zufällig Kommentare schreiben. Sam hat recht. Hör mit dem Trollen auf. Wie haben wir ja? Sam ist ein Bot? Ach, Sam ist ein Bot? Alter, mach mich fertig. Okay, was hat uns jetzt die Geschichte gebracht, hier zu stehen? Die hat uns das gebracht, dass wieder mal darüber die Fragen gestellt wurden, wo man ist. Und wer und... bring mich durcheinander, ganz ehrlich. Grün, Rot, Gelb. Und der Stern ist... Wo ist der Stern? Bestimmt im roten Bereich, oder? Ja, hier im roten. Ach, das ist auch rot. Das ist alt rot. Verdammt nochmal. Schäse. Gut, dann nehmen wir uns den grünen erstmal vor. Aber wenn du sagst, das sieht aus, als wenn es hier gebrannt hätte, war jetzt, wenn man das dort um den Fenster sieht. Puh. Wollen wir... Wir machen erstmal hier eine Runde, bevor wir hier in die Rätselin springen, okay? Wir gucken erstmal, wo wir sind. Vielleicht sehen wir auch irgendwo noch ein paar Verstecke. Wo ist denn jetzt schon wieder ein Computer? Der ist bestimmt da drinne, wa? Aha, hier ist das nächste Rätsel. Ach, da ist ein Computer auch wieder. Gut, geh mal gleich gucken. Also dort ist ein Computer versteckt. Und wir gehen... Wir gehen erstmal hier ran und lesen uns die QR-Codes durch. Manche der Nachrichten... Der geht mir echt auf den Sinn. Manche der Nachrichten, die existieren... Die existierten, als ich erschaffen wurde, sind verschwunden. Andere sind erschienen. Wie viele andere haben diese Pfade beschritten? Wie viele Gedanken sind verloren gegangen? Ja, das frage ich mich auch gerade. Ich bin immer noch hier. Was sind das für Namen immer darunter? Es scheint, als ob wir alle gleichzeitig hier sind und zugleich gar nicht. Sorry, das ist nicht besonders hilfreich, oder? Mir fällt kein anderer Weg ein, es auszudrücken. Schieb, den haben wir überall schon. Das sind unterschiedliche... Das sind doch Counternamen in dem Sinne, oder? Je eher du akzeptierst, dass wir alle für immer und ewig hier sein werden, umso eher wirst du Erleuchtung finden. Ja klar. Hier steht eine Kiste. Die nehmen wir einfach mal mit. Warum steht hier eine Kiste?
Hä? Ich stell ihn mal hier hin. Trinken nicht vergessen, mach mal sofort. Wir laufen die Runde fertig und dann trinken wir einen Schluck, ja? Versionsnummer R. V9910. Ja, du hast die Versionsnummer, aber trotzdem hast du davor auch einen Login-Name, oder? Okay, das ist jetzt so ein schwarzer Terminal, wo wir diese Umfrage gemacht hatten. Ein einfaches Prinzip. Obwohl Straton selbst nie den Begriff verwendet hat, wurde seine Aussage über die unausweichliche Materialität des Lebens, das wie der bronzene Riese Talos selbst der gläubigste Philosoph nicht ohne sein Blut leben kann. Letztlich als das Talos-Prinzip bekannt. Also ist ja das, was ich letztens ins Discord geschrieben hatte, war, oder nochmal reingesetzt hatte, dass man das Talos-Prinzip in dem Sinne einfach so wahrnehmen sollte, also die Erklärung, dass das, was passiert, ist auch die Realität. Also wenn du dich daran stößt, dann stößt du dich auch daran. Ja, so habe ich das verstanden, was ich nochmal ins Discord gesetzt hatte, denn letzte Woche Samstag. Ja, also das ist, also dass diese, ja, selbst der gläubigste Philosoph nicht ohne Blut sein Blut leben kann. Ja, lol, das ist einfach so. Ja, da kann man noch so viel philosophieren und rumeiern und super mega, alles besteht aus Licht oder keine Ahnung was. Aber zum Schluss braucht auch er sein Blut, ansonsten funktioniert es nicht. Punkt. Ja? So. Was viele seiner Zeitgenossen und nicht wenige spätere Gelehrte aufgebracht zu haben scheint. So. Ist die Einfachheit und die Unanfechtbarkeit des Prinzips, welches laut einem Fragment, das in Miletus gefunden wurde, durch ihre rhetorischen Netze schnitt, welche versuchten, ihre Zuhörer mit fantasievollen Worten und Gedanken über den Himmel zu verwirren, wie Alexanders Schwert durch den gordischen Knoten. Ich glaube, ihr hättet in die Geschichte mehr aufpassen müssen, oder? Diogenes Laertius erwähnt einen Diskurs von Anaximander von Chalkidon, der das Talos-Prinzip stark erweiterte. Aber diese Namen, die hier drin stehen, sind das Real-Namen? Ja, genau, der gordische Knoten, das sagt mir auch was. Aber ist das alles wirklich aus der wahren Geschichte, also die wahre Geschichte rausgenommen? Diogenes lebte in einem Fass. Sensus, woher willst du das alles? Hast du dich nach dem Spiel oder im Laufe des Spiels damit beschäftigt? Oder ist das Allgemeinwissen?
Das ist doch kein Allgemeinwissen, was hier aufgeworfen wird, oder? Das Ding klingt extrem nach Grieche. Ja. Der das Talos-Prinzip stark erweiterte, aber dieses Werk bleibt uns verloren. Was ist Realität? Ach, das ist die Frage. Okay. Also ist die Frage der Realität das Talos-Prinzip? Habe heute offiziell mit der Arbeit am Archiv begonnen. Mitwirkende aus jedem Land auf der Erde, solange Netzwerkverbindungen verfügbar sind. Team vom Projektumfang eingeschüchtert, arbeitet aber hart. Wir werden unsere Räumlichkeiten mit dem Drenan und Sarabai-Team teilen. Freue mich, Sie zu treffen. Kommentar, erster. Ernsthaft? Das war das Beste, was dir eingefallen ist? Lol. Eine tolle Momentaufnahme der besten und schlimmsten Charakterzüge der Spezies. Der Spezies Mensch. Die schlimmsten Charakterzüge wirklich ist ein Kommentar. Ich bin nicht Stalin. Okay, ich bin nicht Stalin, okay. Sorry. Wäre jetzt ein großes Essay gewesen, hätte ich es gleich richtig gelesen. Aber manche Begrifflichkeiten passen mir überhaupt nicht hier in dem Spiel zu der momentanen Situation. Deswegen lese ich es jetzt nicht laut vor, ja. Das lasse ich jetzt einfach so stehen hier. Vielleicht solltet ihr mit den Witzen aufhören. Das ist ernst. Das ernsteste, das jemals geschehen ist. Ich denke, das ist ein guter Grund zum Scherzen. Das Internet macht langsam nicht mehr mit. Tschüss, Leute. Ja, toll. The Philosopher Queen. Aha. Tschüss. Guten Gott segne euch. Letzter. Ist das der olle Schießmann hier? Käsemann 22, erster und letzter. Geschichte. Nein, ist schon etwas Allgemeinwissen. Hab mich dafür schon früher interessiert. Okay, was ist das für ein Begriff? Für Geschichte meinst du, okay? Ach so, Geschichte, deswegen hast du, okay. Naja, gut, die Frage ist halt, die Frage ist, Sensus, ja, ich geb dir recht, aber die Frage ist, wo beginnt Allgemeinwissen und wo endet Allgemeinwissen? Ja, also im Sinne von, die Spanne, okay, aber wo endet Allgemeinwissen? Dass es denn schon in die Richtung geht, dass man mehr wissen möchte. Ja? Also, bin ich der Meinung. Okay, das war der. Habe ich aber verstanden, ist registriert und ist cool. Zu wissen, aufzunehmen, wie auch immer. Nichtsdestotrotz steht hier ein Würfel, mit dem ich gerade nicht weiß, was ich mit dem anfangen soll. Trinken machen wir sofort, geht sofort los.
Lol. Gut. Unser Weg geht dort denn rein. Ja. Jeder hat sein bestimmtes Gebiet, wo er mehr Interesse dran hat. Also sich auch versucht, mehr anzueignen. Das heißt nicht, dass du weniger schlau bist auf deine Weise. Genau, so sieht es nämlich aus. Deswegen ja die Aussage, wo beginnt Allgemeinwissen und endet Allgemeinwissen und wo beginnt und endet spezifisches Wissen im Sinne von mehr anzueignen, so wie du auch geschrieben hast. Ja? Nee, ansonsten, ja, ich verstehe schon. So. Ich stehe absolut abseits heute. Ich muss mal ganz kurz mein Kabel auftrollern. Jetzt nicht. Guckt mal am besten auf mich, damit da nicht so. Also ich habe so das Gefühl, unsere Freitage sind extrem im Sinne vom Geschichtlichen, vom Philosophischen, vom keine Ahnung was. Also auf jeden Fall, wenn wir dieses Game spielen, ja. Wenn wir dieses Game spielen, denn alter Verwalter. Komisch war, warum spinnt das heute so rum? Jetzt ist das Spiel gleich völlig aus hier, also auch nicht schlecht. Also war beim letzten Mal nicht so. Sorry dafür. So. Diese Störung ist auch nicht immer, wa? Die ist nicht in jedem Bereich. Oh, hier ist ja schon wieder ein Computer irgendwo. Wo ist denn der jetzt schon wieder? Nervt. So, hier haben wir eine Kugel. Ah, jetzt habe ich gar nicht gelesen. Warte mal, ich muss mal nochmal raus. Mobiles Minenfeld. Ach, du brauchst einen Schlüssel. Was piept denn hier? Ist hier irgendwo ein Computer oder ist das Ding Titte? Okay. Okay. Hier ist der Schlüssel, den wir da brauchen. Und den Schlüssel brauchen wir für die Tür. Okay. Störung?
Was für eine Störung. Ach so, hier diese... Dieses komische... Hast ja immer mal so ein Flackern irgendwo, weißt du? Meine ich mit Störung. Hier geht ein Kabel lang, das heißt, hier ist irgendwo ein Schalter. Hier. So, die ist ausgestellt. Jetzt können wir den mitnehmen für die Waffe da drüben. Alter, das ist ja eklig, das Ding. Der ist ja schnell. Okay. So. Der hat allerdings... Der hat keinen Schalter. Ach, hier ist ja ein Schalter. Lol, cool. Der war ja nicht so schlecht. Aber jetzt erzähl mir mal bitte, wo dieser Computer hier rumpiept. Das muss er denn... Nee. Hörst du das? Kein Plan. Okay, auf jeden Fall ist die Tür jetzt offen, weil wir hier durch sind.